kennst du schon. Schuljoker IRL. Und ich werde mich heute noch in eine richtig geile Badewanne packen. Der Pferdetritt ist da. Lasst gerne ein Abo da. Bin ich live? Ich bin live, ne? Hallo Chat. Also so kriege ich jetzt wirklich gar keine Luft mehr. Das also, stimmt. Also es ist auch von vorne, ich sehe auch erst in der Kamera, wie unförmig ich eigentlich aussehe. Ja, wie unförmig ich aussehe. Das klingt einfach auch so geil einfach. Also man würde ja jetzt als Gentleman nie einer Lady sagen, ey Pia, du siehst heute aber ganz schön unförmig aus. Aber nachdem du es jetzt schon selbst gesagt hast. Bitte? Du bist ein geborenes Innendoktor, weißt du? Aber ich kann das ja auch so aufsetzen. Dann geht das auch. Dann sieht das richtig dumm aus. Aber ich spüre meine Nase nicht mehr. Und wir haben uns entschieden, dass wir diesmal Vasallen mit zwei Provinzen spielen. Und das heißt, es gibt noch ein paar kleinere, schwächere, an denen wir uns laben können. Zum Beispiel hat Pia, die hier startet in Korinth, hat zufälligerweise, als hätten wir es so ausgewählt, Österreich neben sich, dass sie, wenn sie so geneigt wäre, vielleicht schlucken könnte. Schlucken? Während bei mir, es heißt befreien. Befreien, in der Tat. Dem Lichte zuführen. Also sie während hat ja ich, nicht nur Österreich, ne? Sie hat Kroatien, sie hat Tirol, sie hat die kann sich richtig ausbreiten, das ist ja voll nice. Mal der beste Startort. Ich selber sitze in Ljubljana. Okay, das heißt, der hat jetzt diese Provinz und der mit seinen Boni, die er halt hat, macht jetzt hier extra Truppengeschichten. Und dann wollen wir, weil wir haben hier oben die Ressourcen, die wir sehen, Nahrungseinnahmen, Handel, Religion, Bücher, Gold und so weiter. Das heißt, wir wollen jetzt hier auf jeden Fall auch mal Getreideanbau bauen, dass wir da ein bisschen Nahrung produzieren. Prinzen geboren. Oh, wir haben einen Prinzen. Ich habe einen Prinzen bekommen. Ich auch und der ist mega gut. Wieso habt ihr alle einen bekommen? Jetzt finde ich meinen nicht mehr so toll. Die Meinung unserer Bauern hat sich erhöht. Geil, ich habe ein Festmahl gemacht und jetzt mögen mich alle mehr wegen dem Festmahl. Das ist ja wundervoll. Ja, scheiße auf Festmahl, die sollen ja hungern, die Schweine. Ich brauche Kriegsressourcen. Aber man muss an der Stelle sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin die Einzige, die das, was Steinwein gesagt hat, sich zu Herzen genommen hat. Weil Steinwein meinte noch, er hat Angst vor dem Spiel, passt auf vor dem Krieg. Eine halbe Stunde später führen alle Krieg, außer ich. Ich wollte ja keinen Krieg, die haben mich einfach angegriffen. Das kostet aber eine Menge Geld, den Krieg erklärt, Majestät. Ungarn hat uns den Krieg erklärt, warum? Jetzt geht's bei Pia auch los. Majestät, unsere Feinde haben einen neuen Verbündeten. Ich hab doch nichts getan. So, wir haben die Luxemburger zurückgeschlagen. Warum möchte Böhmen mich nicht mehr? Warum mag mich Böhmen nicht mehr? Was ist denn, wo ist denn die Unterstützung jetzt von Böhmen, die mir zugesichert wurde? Für die Ehre! Deutschland, warum? Das ist meine Stadt. Lass doch die Bauern sie zurückerobern. Wir sind doch befreundet, Deutschland. Ich wünsche, die Bauern würden etwas besser kämpfen. Ich will gar keinen Krieg führen. Kriege sind scheiße, die kosten einfach nur Geld. Das sind echt gute Leute, diese Lothringer-Loyalisten. Die haben sich jetzt schon zweimal erhoben. Also immerhin gewinnen wir hier die zweite Belagerung Straßburgs. Wie ist der Krieg bei euch so jeweils? Ja, ich habe gerade Gent eingenommen, aber die rebellieren wahrscheinlich bald. Und ich versuche, die Wallonia gerade komplett auszulöschen. Die Kreuzritterarmeen wurden im Kampf besiegt. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Ich kann dem halt nicht so viel anbieten. So, wir brechen hier die nächste Luxemburger Armee. Und jetzt haben die auch allmählich nicht mehr so viel Bevölkerung, mit der sie sich noch mal was holen können. Unser Armeeführer wurde gefangen genommen. Wir haben diese Schlacht gewonnen. Sehr geil. Unser Armee sinken lassen. Jetzt müssen halt unsere Nahrung wieder eine unserer Siedlungen nieder. Was tue ich denn jetzt? Also ich kann doch gar nicht so schnell reagieren. Was soll ich denn machen? Okay, Tirol hat 2400er Armeen. Nein, ich hatte so einen tollen Typen. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Das hat mir direkt minus 100 Gold gegeben, da hinten die ganzen Sachen. Ah, das ist hart. Ich habe schon versucht, Böhmen anzufangen. Die Bevölkerung steht euch noch zur Verfügung. Aber Böhmen möchte mich nicht. Oh, ich kann da nicht. Eine neue Verbesserung wurde abgeschlossen. Ach doch, da kann ich es nochmal. Was? Geil. Meine Familie ist ein erfolgreiches Konstrukt meiner persönlichen Zucht. Meine beiden der zweitälteste und der drittälteste Sohn kämpfen mittlerweile als Armeeführer in meiner Armee und führen uns zum Sieg. Wir haben eine feindliche Armee zermalmt. Wir haben eine weibliche Armee zermalmt.
Wir haben schön. Die feindlichen Eindringlinge vertrieben. Warum kann ich nicht Prinzessin Joan hier heiraten? Die ist zwar noch jugendlich, aber müsste doch irgendwie... Und jetzt sieht das mit dem Krieg doch eigentlich so weit aus, dass wir den nochmal fragen könnten, ob wir eine Waffenruhe schaffen. Ja, mein Herr. Lasst uns die Vorräte auffüllen und ruhen. Ist Epirus ein starkes Land? Ich habe keine Ahnung. Kann das was? Die bieten mir Hilfe an für 1800 Gold. Das ist ein Provinzler. Mit 2600 Mann. Oh, das ist gut. Let's come. Das ist billiger, als wenn ich mehr Armee hole. Let's come, okay, ja. Luxemburg zieht wieder aus. Kann ich nur mit zwei Armeen Krieg führen? Was ist euer Wunsch? Nee, so die Armee zieht weiter. Wenn ihr darauf ja, ich weiß, aber ich kann sie nicht in die Schlacht ziehen. In eine Schlacht rein, ja. Boah, das ist ja ätzend. Ich stehe mit 1100 Mann daneben und schau zu. Wenn ihr darauf besteht, ich stelle mich dahinter. So viele Armeen? Warum seid ihr alle so mächtig? Ach so, ich musste. Ja, wir haben halt noch mehr als ein Land. Ja. Aber jetzt, Leute, Luxemburg kriegt jetzt richtig auf die Nase. Ich hatte keine Wahl. Ich musste Armee kaufen, weil ich da angegriffen werde. Ich will ja gar nicht auf Armee gehen. Ich habe nur Handelssachen gebaut und dann war der so... Aber der ist jetzt in meine Stadt reingelaufen und hat jetzt auch die Stadtgarnison gegen sich. Und jetzt kommen noch zwei Armeen von außen von mir. Und wie es aussieht, reibt er sich die Armee damit jetzt auf. Das ist halt dumm. Das ist halt ultra dumm. Eine andere Armee ist zu uns geschossen. Ja, jetzt. Ist doof für euch. Deine Moral ist auch niedriger als meine. Eure Befehle. Und dann holen wir uns in der Zwischenzeit die andere Dings da hinten noch. Oh Gott, warum hat denn der so viel mehr, als ich dachte? Wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Eine Katastrophe nach der anderen. Wir marschieren los. Der kann doch da nicht reingehen, oder? In den Krieg. Okay, wir müssen das verhindern. Wir müssen das verhindern. Sonst kommt er da nochmal rein. Hilft nichts. Steht euch zur Verfügung. Ach, Böhmen ist anders beschäftigt, ich sehe schon. Jetzt so ein schöner heimischer Aufstand, das wär's. Ey, mein Chat gönnt mir gar nichts, Leute. Ist euer Chat lieb? Mein Chat ist super lieb, aber ich bin verzweifelt, deswegen... Ich will Deutschland jetzt. Deutschland will, dass ich gegen die Provence kämpfe. Wo ist denn die Provence? Wo kriege ich denn jetzt mehr Leute? Ja, das ist Bevölkerungswachstum. Nee, da habe ich nichts davon. Nee, ich brauche Häuser. Nein, Deutschland hat mir den Arsch gerettet, aber ich muss halt gerade wirklich an mich selbst denken. Oh, jetzt verliere ich die Armee hier auf der Seite. Mir möchten halt meine Verbündeten nicht helfen. Hat unseren Prinzen gefangen genommen. Das ist... Armee ist mit ja, mir auch nicht. Ist ich habe so viel Geld dafür bezahlt, dass die helfen und sie kommen einfach nicht. Gegner angeschlossen. Wir haben es sogar angeboten, die Schweine. Ja, mir auch. Hey Maurice, hast du Bock, uns 2000 zu geben, dass wir gegen Luxemburg helfen? Ich so, ey geil, komm schon, Bro. Und dann, ja nee, wir haben das eigentlich das Geld nur gebraucht, um den Krieg gegen Venedig am anderen Ende der Welt zu finanzieren. Ja, ich habe 1800 Gold bezahlt, damit sie kommen und sie sind nicht gekommen. Ja. Es ist einfach nur, also sowas ist echt Pain, so. Ach, ja, Böhmen geht auch gegen Ungarn unter, oder was? Politische was? Polen greift uns jetzt an? Yo, jetzt verstehe ich, warum die... Was? Die gehen gegen Ungarn einfach unter da oben. LOL. Oh was Gott. Ich habe mit Polen die besten Beziehungen gehabt. Oh Gott. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Ja, ich weiß auch nicht, warum Ungarn mir den Krieg erklärt hat. Ich habe literally nur Marktplätze gebaut, bis Ungarn mir den Krieg erklärt hat. Ich habe literally nichts getan. Die Verbesserung wurde abgeschlossen. Sehen dich dann halt als leichte Beute. Ja, ich hab mir Armee von Söldnern gekauft. Ich habe jeden Krieg abgelehnt und habe nur Marktplätze gebaut und plötzlich ist Ungarn so, okay, ich greife dich an und hier sind meine 7 Verbündeten. Nimm meine 4000er Armee. Hä? Ich habe dem sogar Gold angeboten, dass der quasi aufhört, aber das hat ihn nicht interessiert. Ja, mir Scheiße. Ging's ja auch so. Also ich hatte ja, ich meine, aber du hast gedacht, Krieg okay, angefangen. Nee, stimmt nicht. Luxemburg hat mich angegriffen und auf einmal hat Frankreich mit all seinen Vasallen gesagt, okay, ich glaube, wir helfen Luxemburg. Plötzlich hatte ich 10.000 Mann, einfach nur weil Luxemburg scharf auf Lothringen war. Für Ungarn ist völlig irrelevant, wie viele Truppen ich habe. Das ist echt heftig. Ich liege halt direkt neben denen und wenn die sich weiter ausweiten wollen, bin ich halt eine von vielen Baustellen, wo sie drüber rennen. So. Bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob ich das überhaupt noch überlebe, weil Ungarn einfach nicht bereit ist, den Krieg zu beenden. Und die behalten mich in dieser Kriegssituation und laufen die ganze Zeit mit ihren ganzen Armeen an der Grenze herum und ich warte nur, bis sie halt ausscheren. So. Und die hören aber auch nicht auf. Das heißt, ich kann auch nichts angreifen, ohne automatisch mindestens Deutschland anzugreifen. Ich habe einen Dude, der nichts kann.
Ich habe in meiner Stadt alles ausgebaut, was geht. Um nochmal was auszubauen, brauche ich 4000 Gold und ich mache 22 Gold pro Runde. Ich kann einfach nichts mehr tun und ich warte gerade einfach nur noch drauf, dass Ungarn draufkommt, dass es mir das zweite Ding auch noch wegnimmt. So. Und ich musste auch meine ganze Armee, ich hatte ja 4000 Mann, ich musste die gerade alle auflösen, weil ich kann sie nicht erhalten, seitdem mein König damit Mitte 30 gestorben ist, weil mein Dude nutzlos ist und ich den Handel nicht aufrechterhalten kann. Uff. Es ist echt Pain und ich werde die ganze Zeit von meinen Nachbarn dazu genötigt, dass ich Ungarn angreifen soll, weil Ungarn bösartig ist. Und wenn ich darum bitte, dass ich Gold oder Unterstützung bekomme, heißt jedes Mal, ja, machen wir, wenn du Ungarn angreifst. Okay, cool. Ein Mitglied unseres Hofes wurde eingesperrt. Unsere Wächter haben einen fremden Ritter gefangen genommen. Unsere Kronautorität sinkt, Majestät. Majestät, unsere Feinde haben einen neuen Verbündeten. Was denn? Ich hatte mit denen noch einen Handel laufen und jetzt haben sie einfach meinen Händler eingesperrt. Der Klerus rühmt unsere Taten. Und jetzt haben sich, deswegen hatte ich das vorher nicht gemacht, ich habe nicht mitgedacht. Jetzt hat sich das Verteidigungspakt, das alles gegen mich geschlossen hat, hat sich jetzt entschieden, sich gegen mich aufzustellen. Das ist halt das Problem, wenn ich nicht Ungarn oder Deutschland angreife, sondern irgendwas anderes, dann erklärt mir jetzt in dem Fall, haben mir jetzt den Krieg erklärt. Seine Exzellenz, der König. Deutschland, Familie. Österreich, Bayern und Tirol, weil ich es geweigert habe, Tirol den Krieg zu erklären. Ja, ich habe ja gesagt, ich bin in der richtigen Zange, ich kann mich in keine Richtung bewegen. Der Feind wird stärker, Herr. Also, ist eine Katastrophe. Ungarn bittet uns in den Krieg gegen Pia. Jetzt geht aber los. Was ist das? Diese Schweine. Warum vor allem möchte einen nicht Angriffspakt. Wofür? Aha. So, ich hab nichts mehr. Aber die Sache ist, ihr könntet an der Stelle jetzt auf jeden Fall, auch wenn ihr noch was von Ungarn rausbrechen wollt, die sind noch ein bisschen bei mir beschäftigt. Die brauchen länger, um mich zu knacken, als ich gedacht habe. Also falls euch irgendwas, ne Maurice, falls dir was an Ungarn gefällt, jetzt wäre der Zeitpunkt, ein Teil irgendwas dir runterzuschneiden von der Torte. Und das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, weil Ungarn echt einfach viel zu stark ist. Aber ich kann dir zumindest noch ein Tribut geben, bevor ich sterbe. Für den Aufwand, Ehre, den du betrieben hast. Kreuzzug beginnt. Ja, danke. Bevor das Geld weg ist. Euer weiser Herrscher und seine Anverwandten. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Ich habe jetzt tatsächlich den Boden meines nicht vorhandenen Egos als König erreicht. Wirklich? Und deswegen habe ich jetzt meinem Sohn und Erben die Tochter Prinzessin Clementinia aus Ungarn gegeben, um sicherzugehen, dass Ungarn uns nicht noch weiter zerreißt. Welche nach vier Generationen rebelliert. Krieg mit Ungarn. Bin ich gut. Bin ich jetzt vasalliert und eingeheiratet. Und eingeheiratet. Ich wurde gebrochen. Die Brutmutter wurde gebrochen. Richtig böse. Vollständig. Majestät, wir haben Söldnerlager in unseren Landen entdeckt. Ach cool, eine Rebellion. Aber die sterben jetzt an mir. Gut. Mein Chat fragt gerade schon, wo mein Atomschlag bleibt. Wir haben keine Atomschläge. Das ist schade, ja. Wieso? Stimmt. Länger machen wollt. Eine gute Strategie. Ich hätte schon noch Bock, ich muss tatsächlich auch. Also ich habe sie gerade wirklich eingenommen, ne? Aber gut, also, ich habe sie jetzt wirklich eingenommen. Ich habe das jetzt richtig gesehen. Jetzt wird hier unten noch quasi. Jetzt wird hier unten noch. Werden die Unruhen in Wien noch niedergeschlagen. Und dann gehört sie mir. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Oh mein Gott, Leute. Für Nancy. Es hat auch nur fast 7 Stunden gedauert. Ich kann kaum glauben, dass ich folgenden Satz jetzt ausspreche, aber ich habe gerade Wien eingenommen. Sehr gut. Wow. Ich habe eine zweite Provinz. Das hat auch nur 7 Stunden gedauert. Ungarn findet es nicht geil. Meine ganzen ehemaligen Bündnispartner hassen mich jetzt über alles, weil die alle miteinander quasi ihre ganzen Verträge hatten. Das heißt, alles hasst mich. Aber ich habe jetzt Wien.
Die blöderweise wurde ich in Nancy besiegt von zwei deutschen Armeen. Ich weiß nicht, wo die hergekommen sind. Ich kann nicht. Mein Herr, einer unserer Provinzen ist. Was ich jetzt ganz cool finde, ist, dass diese Schlachten, wenn sie auf der Karte dargestellt werden. Ich habe zwei Informationen, die unfassbar interessant sind. Und ich habe gar keine Lust, weiterzuspielen. Ich habe die Meldung bekommen, dass der Adel sich insgeheim mittlerweile Ungarn gegenüber treu fühlt und sie eigentlich hinter Ungarn stehen. Das ist Information Nummer eins. Diese schäbigen Verräter. Und Information Nummer zwei ist, der ungarische König hat keinen Sohn und seine älteste Tochter ist mit meinem Charakter verheiratet und hat mit dem Kinder und einen Sohn. Das heißt, ich bin jetzt in der Erbschaftsfolge von Ungarn. Wäre jetzt noch geil. Das wäre jetzt ein sehr ironischer Twist des Schicksals. Sagen wir so. Spielen wir nur 4 Stunden, dann bin ich Ungarn. Ja, wirklich. Genau wie Sepp inzwischen Frankreich ist. Das sächsische Frankreich und das kärntnerische Ungarn. Ja, wir kennen's nicht, ey. Meine Kinder sind halb Ungarn. Pass auf, sonst erklären die mir den Krieg. Oh, das wollen wir natürlich nicht. Auch an dich, Pia, sehr viel Respekt für, wie so oft, deine eisenharte Willenskraft. Ehrlich, also die letzten drei Ränkespiele, liefen für mich echt nicht so prickelnd. Die waren echt alle eher. Ja, das ist ja nicht deine Schuld. So, es ist ja wirklich, also teilweise wegen eigenem Unvermögen, teilweise wegen unfassbar viel Pech. Aber es wird jetzt langsam mal wieder Zeit für ein Ränkespiel, wo ich halt auch mal nicht nach 2 Stunden die ganze Zeit nur sage, oh Gott, 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 oh Gott. Ah, es war sehr schön. Es tut mir sehr leid, dass ich dazwischen so ein bisschen rausgetiltet bin. Es war echt sehr verzweifelnd dazwischen. Und bis morgen. Tschüss.